In diesem Video klären wir, wofür braucht unser Körper so viel Wasser, wie viel Wasser du verlierst und deswegen aufnehmen solltest, welches Wasser sich besonders gut eignet zur Hydration des Organismus und welches nicht, sowie das beste Timing von Wasser und vor allen Dingen, wie viel ich trinke und wie viel man allgemein trinken sollte. Wasser ist der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers. Wir bestehen zu circa am Anfang, ja, wo wir noch klein sind, Infants, ja, 85% Wasser und später dementsprechend 70% Wasser, da die Kalziumakkumulation im Laufe des Lebens zunimmt und damit auch der Knochenaufbau. Wasser kann weder durch den Stoffwechsel genügend produziert werden, noch durch die Nahrungsaufnahme genügend Wasser aufgenommen werden, um seinen Bedarf damit zu decken. Was ist mit diesem Satz gemeint, durch den Stoffwechsel? Ja, richtig, du produzierst täglich Wasser in dir selbst. Das wissen viele nicht. Das ist sehr faszinierend übrigens. Wie wir alle wissen, baut unser Körper aus NADH und Sauerstoff Wasser in der Atmungskette in den Mitochondrien, das heißt in den Kraftwerken unserer Zelle. Dabei wird so viel Energie frei, dass die Spezies Mensch überhaupt lebensfähig war. Und der aerobe Stoffwechsel ist quasi geboren. Übrigens, 60% der Energie, die wir daraus schaffen, verlieren wir an Abwärme. Und das ist auch unsere Körperwärme. Pro Gramm oxidiertes Fett wird etwa 1 Gramm Wasser produziert. Da der Grundumsatz circa, wenn wir nichts tun würden, bei 1800 Kilokalorien pro Tag ist und die Energieausbeute aus Fett 9 Kilokalorien pro Gramm beträgt, würden sie circa 200 Gramm Fett pro Tag oxidieren. Die Wasserausbeute beträgt 200 Gramm, das heißt 200 Milliliter äquivalent, etwa ein Zehntel dessen, was wir eigentlich brauchen. Das stellen wir selbst her, ne? Versteht, nur aus Fett. Aber immerhin produzieren wir welches, ja? Aber es reicht nicht aus und auch nicht das, was wir über die Nahrung aufnehmen. Da wir mehr ausscheiden, als wir über diese zwei Wege aufnehmen würden. Das gilt auch für die Nahrung, da die Nahrungsbestandteile zwar Wasser enthalten, diese aber für sich beanspruchen und diese auch begrenzt für den Körper zur Verfügung steht. Dazu jetzt mehr in diesem Kapitel. Welches Wasser eignet sich nicht optimal zur Hydrierung des Körpers? Am besten ist reines Wasser, ohne gelöste Stoffe wie zum Beispiel Zuckerhaltiges, dazu gehört vor allen Dingen auch Fruchtsäfte und Co. Denn diese Säfte haben die Eigenschaften, Wasser zu binden. Dieser Effekt heißt Hygroskopie. Das hindert das Wasser, in der Geschwindigkeit aufgenommen zu werden, wie es normalerweise Wasser tun würde oder beziehungsweise unser Körper tun würde. Da der Zucker sein gebundenes Wasser für sich beansprucht. Das gleiche gilt auch für Salz. Wassermoleküle hydratisieren Salzkristalle, sodass aus NaCl, dem Kochsalz, in Wasser Na+, Kation und Cl- Anion werden. Ja, das sehen wir auf der Wasserflasche vor allen Dingen. Kann ich hier mal kurz abblenden. Man sieht hier, da ist nicht mehr Natriumchlorid zu finden, sondern das Wasser spaltet diese Anion. Ja? So, und dadurch werden dieses Wasser wird quasi an diese Anion gebunden. Halt. Da das Wasser das Salz nun mal trennt und umgibt und auch hier wieder für sich beansprucht. Das gleiche gilt auch für die Nahrung quasi. Fazit, achtet immer darauf, dass nur wirklich 100% reines Wasser den Körper mit der Flüssigkeit versorgt, wie es auch das tatsächliche Volumen ausmacht. Andere gelöste Flüssigkeitsgemenge wirken je nach Konzentration sogar dehydrierend. Worst case sehen wir hier das Meerwasser. Basisches Wasser und Wasserstoffwasser möchte ich hier einmal ausklammern, da es absolut in den Rahmen springen würde. Wenn ihr dieses Thema ebenfalls belichtet haben wollt, ja, Gefahren und Nutzen, dann wichtig, zeigt es mir mit einem Kommentar und mit einem Like, das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr es mir mitteilen könnt, dann werde ich mich zu 100% so wissenschaftlich, wie es wirklich nur geht, damit auseinandersetzen und euch dieses Video widmen. Wozu braucht unser Körper noch Wasser? Erstens, Wasser als Lösungsmittel. Wasser als Reaktionsmedium und als Reaktant und als Reaktionsprodukt. Wasser hat einzigartige Eigenschaften. Es ist ein hervorragendes Lösungsmittel für ionische Verbindungen und für gelöste Stoffe wie Glucose, Aminosäuren und so weiter. Es ist wie die Post im Körper, das Transportmedium. Wasser und Thermoregulation, Punkt Nummer 2. Wasser hat eine große Wärmekapazität, die dazu beiträgt, Veränderungen der Körpertemperatur in einer warmen oder in kalten Umgebung zu begrenzen. Wasser hat eine große Kapazität für die Verdampfung von Wärme, was einen Wärmeverlust aus dem Körper ermöglicht, selbst wenn die Umgebungstemperatur höher ist als die Körpertemperatur. Was bedeutet das? Wenn das Schwitzen ausgelöst wird, ist die Verdunstung von Wasser von der Hautoberfläche ein sehr effizienter Weg, um Wärme zu verlieren. Wie auch beim Frieren hält es das Blut flüssig, damit die Wärme durch den Körper gelangen kann und ihn durchdringen kann. Drittens, Wasser als Schmiermittel und Stoßdämpfer. Wasser
bindet in Verbindungen mit Viskosenmolekülen Schmierflüssigkeiten für die Gelenke, für den Speichel, für den Magen und die Darmschleimsekretion und Verdauungstrakt, für die Schleimhautsekretion der Atemwege, im Atemwegssystem allgemein und für die Schleimsekretion im urogenen Trakt halt. Wichtig, indem es die Form der Zelle aufrechterhält, wirkt Wasser auch als Stoßdämpfer beim Gehen und beim Laufen. Diese Funktion ist vor allen Dingen sehr wichtig im Gehirn und im Rückenmark. Da merken wir den Stoß ja immer ganz besonders halt. Und vor allem auch wichtig für den Fötus, der durch den Wasserkissen quasi, im Mutterleib quasi geschützt ist. Kommen wir zum Fazit. Wasser macht erst den Transport möglich in unserem Körper. Es sorgt für die Regulation der Körpertemperatur, sowie gibt es unseren Zellen ihre Struktur, damit sie robust gegen äußerliche Einflüsse gewappnet sind. Wasser ist das Öl unserer Gelenke und macht uns quasi erst bewegungsfähig. Doch jetzt kommt, wie viel verbraucht der Mensch eigentlich an Wasser? Der Hauptweg des Wasserverlusts aus dem Körper sind die Nieren, richtig. Die Haut und die Atemwege sowie sehr geringem Umfang auch der Verdauungstrakt. Ein sitzender Erwachsener produziert innerhalb von 24 Stunden ca. 1 bis 2 Liter Urin. Wasser geht durch die Verdunstung über die Haut verloren. Dies wird als unsensible Transpiration bezeichnet, da es sich um einen unsichtbaren Wasserverlust quasi handelt, der in einer gemäßigten Umgebung ca. bei 450 ml pro Tag ist. Wasser geht auch durch die Verdunstung über die Atemwege verloren, ca. 250 bis 350 ml pro Tag. Schließlich verliert ein sitzender Erwachsener ebenfalls 200 ml pro Tag über die Fäkalien. Im Durchschnitt verliert ein sitzender Erwachsener ca. 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag. Dieser Wasserverlust über die Haut und über die Lunge hängen natürlich noch vom Klima ab, der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Ja? Noch interessant zu wissen ist Folgendes. Bei der Verdunstung von 1 Gramm Wasser gehen 2,2 Kilojoule verloren. Bei sportlicher Betätigung in heißer Umgebung kann die Schwitzrate bis zu 1 bis 2 Liter Wasserverlust pro Stunde erreichen. Dies kann zu Dehydrierung und Hyperosmolarität führen. So. Kilojoule ist ein Energiebetrag. Eine Kilokalorie ist 4,18 Kilojoule. Eine Kilokalorie ist die Hitze, die erforderlich ist, um 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad zu erhitzen, beziehungsweise die Temperatur zu erhöhen um 1 Grad. Und wenn wir diese verlieren beim Schwitzen, verlieren wir auch Wärme. Und so funktioniert das Schwitzen, da wir quasi Energie verlieren, die quasi als Wärme umgerechnet ist. Und so verlieren wir immer mehr Wärme durchs Schwitzen halt, weil wir Kilojoule 2,2 jedes Mal verlieren pro Gramm Wasser. Fazit. Der Mensch verliert 2 bis 3 Liter Wasser am Tag ohne Sport damit zu machen. Ja, über die Nieren, Haut, Atemwege und im Stuhl in dieser Reihenfolge. Beim Sport verliert er bis zu 2 Liter pro Stunde Sport, ja. Kommen wir abschließend zu der Empfehlung, wie viel Wasser wird empfohlen zu trinken. Dort gibt es zunächst das Institute of Medicine of National Academies von Washington DC hier ausgestellt, ja, also für die USA hier. Wir sehen hier ab 19 Jahren für Männer 3,7 Liter Wasser, wobei davon 3 Liter tatsächlich über die Flüssigkeit kommt und 0,7 Liter aus der Nahrung. Für Frauen ist dann 2,7 Liter und 2,2 Liter aus der Flüssigkeit und ein halber Liter circa über die Nahrung. So, und jetzt werfen wir noch mal einen Blick nach Europa. EFSA, ja, Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, GAN. Wir sehen hier, dass die Empfehlungen schon ab 14 nicht mehr unterteilt sind, was ich nicht korrekt finde und dies auch allgemein tiefer angesetzt ist hier. Ja. Wir sehen hier für junge Männer 2500 Milliliter, hingegen 1750 nur über Flüssigkeit sollte gedeckt werden bei den männlichen Probanden. Ja. Kommen wir zu den Frauen und da sehen wir 2000 insgesamt und 1400 quasi in Flüssigkeit und der Rest über die Nahrung. Also ein 14-Jähriger und ein 30-Jähriger haben sicherlich nicht die gleichen Wasseranforderungen. Daher finde ich diese, also was ich von diesen Richtwerten quasi halte, ich halte Abstand. Das gleiche gilt auch für die DGE, ja. Warum? Das ist also lustig, ja. Wo ein Einjähriger die gleiche Vitamin D-Menge bekommen soll wie ein 30-Jähriger, seht ihr hier, ja. Das ist kompletter Witz einfach nur, ja. Das sind wieder gute Lacher einfach mal für den Nachmittag. Also die EFSA halte ich ohnehin nicht für die optimale Behörde auch zur Thematik Süßungsmittel und so weiter, künstliche Süßungsmittel, ja. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Zum Thema, wann man trinken sollte, am besten nicht zu den Mahlzeiten, da es die Magensäure verdünnt und damit die bakterienabtötende Eigenschaften der Säure mindert, sowie die Vorverdauung von Proteinen ebenfalls mindert. Ebenfalls werden Verdauungsenzyme verdünnt, welches zu schlechteren Absorptionen von Nährstoffen führt. Daher am besten eine Stunde vor und eine Stunde nach der Mahlzeit
nicht große Mengen an Wasser trinken. Ja. Fazit und Zusammenfassung. Überschlagen kann man sagen, dass Männer ca. 3 Liter Wasser pro Tag konsumieren sollten und Frauen ca. 2 Liter. Je nach Sport, pro halbe Stunde Sport, sollte man jeweils nochmal 1 Liter Wasser hinzufügen. Das sagt die Datenlage. Ich trinke ca. 4 Liter Wasser am Tag und mache auch regelmäßig Sport. Wie viel trinkt ihr so? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und welches Wasser trinkt ihr vor allen Dingen? Auf purezell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Das ist meine einzige Einnahmequelle für euch. Dort gibt es meines Erachtens die besten Produkte in Deutschland. Von daher an, schaut mal sehr gerne vorbei auf purezell.de. Bis gleich. Ciao.